Moin Leute, heute geht's an Einbau jetzt. Also erstmal machen wir das Lenkrad-Kit als erstes, fange ich heute mal an. Mal gucken, ich weiß nicht, ob ich das alles heute schaffe. Ansonsten, wie gesagt, aber das wird als E-Video, denke ich, kommen, der Einbau erstmal. Wir fangen jetzt erstmal an, ich stelle euch erstmal hier hin. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Seht ihr alles? So. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben eben ja, hatte ich ja im letzten Video gezeigt, das Verdrehkit hier. Die Teile, die lege ich jetzt einfach mal hier unten hin. Unter euch sozusagen. Und das lege ich mal hin. Dann sind die Ringe, die Schrauben dazu, wie gesagt. Müssen wir gleich mal gucken, das werden wir bestimmt nicht alle Ringe brauchen. Und der Metallring sozusagen. Den müssen wir jetzt erstmal als erstes auseinanderschrauben, den Ring. Mit den Schrauben hier, weil wir ja den sonst auf die Lenksäule bringen. So, ich lege das mal hier rüber. Das lege ich mal hier hin. Jetzt brauche ich noch schnell einen Kreuzschraubenzieher. Ich komme gleich wieder. So, jetzt müssen wir als allererstes mal den erstmal auseinanderschrauben, dass wir den dran bringen. Muss ich bloß noch mal schnell in die Anleitung gucken, wie rum der dran muss, dass der auch richtig sitzt. Jawohl, also der kommt jetzt so dran. So. So. Dann gibt es so ein die zwei, also der kommt von oben drauf, der kommt als Schutz sozusagen da drauf. Der kommt von oben drauf. Muss mal gucken, wie wir das machen vom Gestalten her. So, und dann kommt theoretisch, jetzt ist bloß die Frage. Theoretisch dick oder dünn. Kannst du dir wahrscheinlich aussuchen. Also die Ringe sind flexibel, dass du die hier drauf bringst. So. Und dann kommt der theoretisch hier mit rein. Gibt es zwei unterschiedliche Längen. Wir brauchen die langen wahrscheinlich. Müssen wir bloß mal gucken, wegen dem Ring hier. Naja, eigentlich so. So, jetzt haben wir das erstmal dran. Jetzt muss ich bloß mal gucken. So, wie gesagt, das war jetzt das Verdrehding sozusagen eben mit der Lenkradantrieb. Und jetzt muss ja hier noch das Verdrehkit dran. Da muss ich mal schnell gucken. So, wie gesagt, jetzt haben wir den Motor hier. Dann machen wir auf, jetzt ist bloß die Frage, wo wir das eben muss mal gucken, ob wir das hier richtig. Also funktionieren tut es erstmal. So, jetzt müssen wir das wieder abmachen, dann müssen wir theoretisch das Verdrehkit anbauen. Und das muss hier unten dran. Und dann muss ich bloß mal gucken, wie sie das anbauen. So, hier drauf und
Die sind es nicht. Das sind das die zwei hier. Also die zwei, na, das schiebt man dann noch fest, dass man das aber erstmal. So, also wie gesagt, das Ding hier. Die Flügelmuttern hier. Kommt das so hier dran. Also das kommt jetzt hier so dran. Ich suche mir schnell die Schrauben. So, also ist das jetzt erstmal, dass es so hier nicht so fest ist, dass du das erstmal dann anpassen kannst. Und das oh, gucken wir dann gleich mal. So, und jetzt brauchen wir die jetzt noch die Platte noch dazu. Das kommt um die Lenksäule. So. Kommt das hier rum. So Leute, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so. So sieht das jetzt erstmal grob aus. Wie gesagt, die Schrauben sind noch zu lang, das muss ich noch kürzen. Ich habe das jetzt erstmal handfest angezogen zum gucken. Jetzt tun wir das mal probieren. Das ist ja unten alles locker und das hier hoch und runter, das muss ich alles noch jetzt erstmal justieren. Ich setze jetzt mal das Ding drauf und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ob es passt oder nicht. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, jetzt ist der Stift hier. So Leute, also das sitzt jetzt erstmal, das ist hier, das passt, das wackelt ohne weiter, so wie es sein soll. Und jetzt sieht es eben wie folgt aus hier. Die Schraube muss ich jetzt noch kürzen. Also die oben nicht unbedingt, die müsste ich, jetzt muss ich jetzt wegen Schlüssel kürzen. Sonst passt das nicht. Und der Stift ist eben, der jetzt den Lenkradmotor hier hält. Dann ziehst du an, dann machst du locker, da kannst du das rausziehen und dann sie das hier aufschnappen. Das hier aufschnappen, aufklappen und dann kannst du das runterziehen, die Sache. Ja, also das sitzt jetzt erstmal. Das war jetzt, wie lange hat es ungefähr eine Stunde? Naja, eine ganze Dreiviertelstunde hat es gedauert. Sorgt jetzt das eigenständig mit Anleitung. Das Anfriemeln, jetzt müsst ihr die Schrauben da nochmal anpassen. Und das nächste wäre jetzt, oder das nächste ist jetzt die Box, also die Steuereinheit verbauen im Traktor und dann die ganzen Kabel verlegen. Das geht jetzt, also ich setze dann gleich, muss ich mal gucken, wann ich das schaffe. Ich muss dann erstmal meine andere Arbeit wieder machen. Aber das sitzt erstmal, ich denke, das Kabel verlegen und die Box anschrauben, das ist gar nicht so wilde. Das, du weißt davon, ist wahrscheinlich das Lenkradding anbauen. Genau. Also bis dann gleich erstmal. So Leute, also der Einbau ist jetzt erstmal abgeschlossen. Wie gesagt, das ist das Ding. Ich habe das jetzt nochmal geguckt. Du hast immer sozusagen auf der Seite hier, das, wo du den Verdrehschiff reindrehen kannst. Dann an der Stelle und an der Stelle. Dann habe ich ihn jetzt an die Stelle gesetzt. Sozusagen hier, du hast eben in der Mitte dann nochmal. Und ich habe den jetzt hier gesetzt, dass jetzt das Ding hier besser. Vielleicht ein negativer Nachteil ist vielleicht, was. Ihr seht, das Armaturenbrett wird hier ein bisschen verdeckt. Und du kannst es natürlich auch noch nehmen und noch ein bisschen weiter runter machen. Wie gesagt, das geht hier mit dem Beinfreiheit auch noch. Dass du dann sowas halbwegs sozusagen hier so einen Blick drauf hast, das passt. Wie gesagt, das ist das Kabel jetzt hier. Der Anschluss für die MPU müsste heißen, die Lenkeinheit. Die Box habe ich jetzt hier hingeschraubt an den Deckel. War für mich das einfachste. Wenn Platz ist, natürlich irgendwie um Sitz drumherum, da kannst du es am Sitz unten auch noch hin machen, das geht auch. Und endlich ist es ein bisschen Kabelsalat hier, das muss ich nochmal alles ein bisschen schön machen. Wie gesagt, hier sind die Steckereinheiten, hier geht das Kabel dann vor an das Lenksystem. Hier sind noch zwei Stecker frei und an dem Kabel hängt jetzt hier die Antenne oben auf dem Dach. Darüber tut das verbinden. Dann hältst du hier noch so ein Ethernet-Display steht hier drauf, also die Verbindung von der Echo heißt die Box hier. Die Verbindung zum Tablet oder zum Computer kannst du darüber herstellen, wenn du eben hier so ein
Naja, gibt ja auch Tablets, also gibt ja, wenn du mit dem Notebook betreiben willst oder so wahrscheinlich. Ich betreibe es über das Tablet. Das Ding hat wie einen eigenen WLAN, sein eigenes WLAN-Signal, darüber kannst du das dann mit dem Tablet verbinden. Das habe ich aber noch nie gemacht, das ist der nächste Schritt dann, dass du das nochmal alles einrichten. Und zusätzlich hast du dann hier eben noch so einen Schalter, den kannst du anschrauben zum An- und Ausmachen. Und muss ich mal sehen, ob ich mir den irgendwie hier vielleicht noch hinmache oder was so. Oder hier drüber noch mit hin. Mal gucken, das wäscht noch nicht, aber da liegt jetzt erstmal, wie gesagt, das Kabelzeug, das fliegt ja erstmal bloß wild herum. Das ist jetzt erstmal zum Testen, wenn das alles funktioniert. Weil jetzt komme ich auch nicht dazu, dass dann mal im Winter dann mal Ruhe alles noch ordentlich verlegen. Und E-Kabel geht jetzt hier, steht er hier unten, geht jetzt an der Türe unten an der Ecke raus und dort unten ist ja die Batterie. Direkt also zur an die Batterie mit Strom, dort unten ist auch nochmal Sicherung vorgeschalten. Hier oben ist auch nochmal eine vorgeschaltete Sicherung, also es ist abgesichert, dass nichts passiert. Also jetzt der Einbau im Ganzen hat jetzt vielleicht, naja, knapp 2 Stunden gedauert. So, die Schrauben habe ich jetzt auch schon gekürzt, noch schnell, weil sonst ist mit dem Schlüssel nicht funktioniert. Weil den Schalter Schlüssel hier, die muss ich nochmal, wie gesagt, die mache ich nochmal. Aber das funktioniert jetzt erstmal so. Und jetzt ist eigentlich so der eigentliche Einbau, war das, also mal die Hauptschraubarbeit war das eben das Lenkradkit hier anbauen. Aber das passt jetzt soweit erstmal. Und ja, wie gesagt, wenn du es so ein bisschen rumdrehst, hast du hier das ist ein bisschen ja, viel schmaler, ist hier ohne, das siehst du ohne viel mehr. Also mal gucken, wie gesagt, der Rest zeigt sich dann in der Praxis, wie es funktioniert. Aber an sich Schraubarbeit ist ja bloß jetzt dann Lenkradkit dran bauen, die Box hier unten anschrauben, irgendwo hin. Da hast du hier so eine X- und Y-Achse, das musst du dann nachher konfigurieren. Da ist ja noch so ein Zettel in der Beschreibung dabei, wo die Position dann daran. Wahrscheinlich nehme ich mal an, dann dem Tablet sagen ganz, aha, die ist so eingebaut, die Echo-Einheit. Ja, wie gesagt, Kabel anstecken ist eigentlich ist beschrieben in der Anleitung, wo welches Kabel drankommt, weil kannst du nicht viel falsch stecken, sage ich mal. Ja, und dann kannst du eben anschalten, Strom, also leuchten tut es schon, wie gesagt, habe ich jetzt schon geguckt, das funktioniert. Und eben der nächste Schritt ist jetzt dann die ganze Sache einrichten, aber das schaffe ich heute nicht mehr und das wird also sowieso nochmal extra Video. Aber das jetzt erstmal zum Einbau. Also wie gesagt, Einbau an sich, denke ich, müsste normalerweise kein Problem sein, wenn das Schwierigste ist eigentlich, finde ich, das ans Lenkrad dran zu bauen. Also vom Aufwand ist das wirklich das Schwierigste, aber es ist alles machbar, denke ich. Und dann werden wir mal sehen, wie es dann die Konfigurierung ist, ob das auch so gut läuft oder nicht. Schauen wir mal. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Video.